Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Es ist Freitagnachmittag, 35 Grad im Schatten und 17 Uhr. Und ich mache trotzdem noch dieses Video für meine Kunden oder potenziellen Neukunden beziehungsweise für meine Community hier auf YouTube, Facebook poste ich es auch, TikTok werde ich es auch posten. Ja, heute geht es um das Thema individuelle Softwareentwicklung platzieren. Ich habe in letzter Zeit immer mehr Anfragen bekommen über meinen Kalendereintrag. By the way, wenn du Softwareentwickler bist, Freelancer, Selbstständiger oder auch vielleicht schon ein paar Angestellte hast und sogar insbesondere individuelle Software entwickelst, also Prototypes und einfach egal welche Programmiersprache, aber individuell, das heißt herstellerunabhängige, dann bist du hier genau richtig in dem Video und dann bleib auf jeden Fall dran. Und du kannst dich natürlich auch für ein kostenloses Gespräch bei mir bewerben. Hier unten findest du irgendwo den Kalendri-Link und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns auf der anderen Seite wiedersehen in einem Face-to-Face-Gespräch über Teams und Zoom. Und vielleicht, ja, vielleicht kommen wir zusammen, vielleicht kann ich auch für dich, so wie ich es heute geschafft habe, in nur 15 Minuten, also 15 Minuten und 60 Sekunden hat das Gespräch genau gedauert, über ein Kaltakquise-Telefongespräch mit einem IT-Leiter eines mittelständischen Stahl produzierenden Händler mit, ich glaube, immer so 330 Millionen Euro Umsatz, ein IT-Leiter mit drei Entwicklern und dort war folgendes Szenario. Und da konnte ich einen 20+K-Auftrag generieren. Und ja, wie das Ganze zustande gekommen ist, das sehen wir uns jetzt mal in diesem Video hier an. Und zwar, es war einfach so, hier oben die Struktur ungefähr, hier oben ist das, der IT-Leiter. Ne, mit dem habe ich ja gesprochen. Und der hat dann sozusagen hier ein Team von drei Leuten. Und den seine Infrastruktur, jetzt natürlich nur ganz, ganz grob auf einer Metaebene logischerweise, ne, ist hier aufgeteilt in zwei Bereiche. Hier ist der eine Bereich und hier ist der andere Bereich. Ja? Und der Bereich hier ist SAP, na, da hat er das R3, ERP im Einsatz, ne? Und dort hat er sozusagen Daten, Warenwirtschaft, na, so sein Stahl und so Zeug, was er einkauft und alles Mögliche, also Logistik, ja, und so weiter. Dann hat er hier drüben hat er Microsoft, ich mache es jetzt mal rot. Ich weiß gar nicht, welche Farbe ich bei Microsoft nennen soll. Und hier hat er zum Beispiel das CRM. Ja. Hier hat er zum Beispiel Office 365. Hier hat er SharePoint. Ja, wo Daten generiert werden, wo Daten reinkommen, also Kundendaten. Ja. Und hier sind es eher dann so produktbezogene Daten und so weiter und so weiter. Und ich habe das jetzt schon ohne Grund nicht ganz grundlos so aufgezeichnet, weil die jetzt in die Bredouille gekommen sind. Also die haben sozusagen den Bedarf. Der Bedarf ist in der Mitte. So, was machen wir jetzt? Machen wir hier grün. Hier ist der Bedarf. Ja, und das ist, die brauchen Apps. Mobile App-Entwicklung. Das heißt, die brauchen Software, die sie bewusst herstellerunabhängig machen wollen, entwickeln wollen. Und zwar unabhängig muss die laufen, unabhängig hiervon und unabhängig hiervon. Ja? Und in dieser IT-Abteilung gibt es drei Entwickler und da fehlt eben das Know-how. Ja? Das heißt, das mache ich jetzt mal orange, platzieren tun wir uns dort als Experte und Entwickler in der Entwicklung, in der Strategie Konzept, ja, und auch noch gleichzeitig in Schulung. Das heißt, der will ja sozusagen das zumindest, ja, die, also den Ausblick, die Vision des IT-Leiters ist natürlich, dass er irgendwann mal auch sein eigenes Team wächst. Ne? Kein IT-Leiter, und so, ich darf ja, glaube ich, auch kein Entwickler sein, noch kein Dienstleister,
Kein IT-Leiter möchte sozusagen komplett sich einfach nur abhängig machen von jemandem, der mehr weiß wie er selber. Das heißt, wenn du clever bist, dann bietest du nicht nur die Entwicklung, ja, sondern auch den Know-how-Transfer, also in Form von Schulungen. Denn es wird letztendlich nie der Zeitpunkt kommen, dass der genauso, dass seine Mitarbeiter oder der IT-Leiter so viel weiß wie du. Ne? Das heißt, auf der einen Seite ist es eine sehr stark vertrauensbildende Maßnahme, auf der anderen Seite kannst du damit dein Angebot erweitern, um einen sogenannten Cross-Sell oder Upsell. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ja quasi in diesem 15-minütigen Gespräch, ja, hier 20.000 klar gemacht habe, dann könnten wir mit Schulungen, quasi mit Support, mit Beratung einen Add-on anbieten, und zwar einen sogenannten Retainer. Das kommt aus der Agenturbranche. Sagen wir mit 2 bis 3K im Monat. Mit diesem Retainer, der kann auch 5K sein, es kommt immer darauf an, wie du es verkaufst. Ja? Ja, die Summen sind immer relativ zu dem, was du an Wert gibst und wie du es verkaufst. Also es zwei Dinge grundsätzlich zählt im Verkaufen, im Marketing. Welchen Wert du bietest tatsächlich und den wahrgenommenen Wert deines Kunden oder deines potenziellen Kunden. Das heißt, du kannst super Wert anbieten, aber der Kunde nimmt es nicht als solches wirklich wahr. Und du kannst super Wert anbieten und der Kunde nimmt ihn auch wirklich wahr. Du schaffst es, ihn sozusagen auch davon, das Bewusstsein bei ihm zu schaffen, was dann tatsächlicher Wert wirklich ist. Und wenn das erstmal erreicht ist, dann ist es egal, ob du jetzt da 3 oder 4K oder was auch immer für K hinschreibst, der wird es kaufen. Denn wir reden hier von Unternehmen, die machen mehrere hundert Millionen Euro Umsatz, die IT-Probleme haben, Herausforderungen und so weiter, ob die jetzt ein Tausender mehr oder weniger im Monat an dich bezahlen, wenn du bei denen tatsächlich die Probleme löst, die sie aktuell haben in der IT, ist alles Pilleballe. Ne? Also es interessiert keinen Menschen dort, auch nicht die Geschäftsführung. Okay. Und der ganz große Clou dabei ist, dass das dein größter Wachstumshebel ist. Warum? Weil durch den Add-on, durch den Cross-Sell-Upsell, durch den Retainer in dem Fall zum Beispiel, wenn du jetzt nochmal 2, 3, 4K im Monat einen Retainer hast und es aufaddierst auf 12 Monate, dann machst du einen 12-Monats-Vertrag mit einer automatischen Verlängerung und wenn der zufrieden ist, dann verlängert sich das einfach. Und dann mit dem Geld kannst du bereits deinen ersten, wenn du noch keine Mitarbeiter hast, deinen ersten Softwareentwickler einstellen. Und das ist sozusagen der Beginn einer großen Reise ins Unternehmertum als Softwareentwickler. Ne? Also, wenn dich das alles interessiert und du willst, dass ich dir auch ein bisschen dabei helfe, nimm gerne noch den Link hier unten für ein kostenloses, gratis Strategie-Session-Analyse-Gespräch mit mir in Anspruch. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auf der anderen Seite. Du wirst hier auch noch irgendwo am Ende des Videos ein paar Testimonials eingeblendet sehen. Bis dahin, dein Thomas Klein und Happy Hunting. Bye, bye.